Und jetzt? Hallo liebe Freunde der analogen Fotografie. Spätestens wenn der Film voll ist, muss man sich Gedanken machen, wie der Film entwickelt werden soll. Und gerade bei Anfängern ist der Weg in den Drogeriemarkt ein legitimes Mittel dazu. Dort findet man diese Fototaschen, in die man den Film gibt, das Ganze ausfüllt und in einem Schlitz wirft, in der Hoffnung, schöne Bilder zu kriegen. Wenn du den Film im Drogeriemarkt abgegeben hast, wird er ins Großlabor geschickt. In Deutschland gibt es derzeit drei dieser Großlabore. Das sind zum einen CEWE, zum anderen Orvo und der dritte ist Fuji Eurocolor. In welches dieser Großlabore dein Drogeriemarkt um die Ecke deinen Film schickt, ist wohl von Filiale zu Filiale unterschiedlich, je nachdem, mit wem kooperiert wird. Aber gerade das ist der Kritikpunkt von manchen fortgeschrittenen Fotografen, nämlich die Entwicklung im Großlabor, die grundsätzlich schlechter sein soll als die im Fachlabor. Und auch wenn wir erst weiter ins Detail gehen müssen, um die Frage zu klären, ob das so richtig ist, kann ich jetzt vorneweg schon sagen, nein, nicht unbedingt, aber es kommt drauf an. Die besten Ergebnisse erhältst du mit Farbnegativen auf Kleinbildfilmen. Schaust du dir eine solche Patrone einmal an, wirst du feststellen, dass dort der Entwicklungsprozess angegeben ist. So steht da C41, häufig auch CN16 und bei Aquafilm noch AP70. AP70 und CN16 sind leichte Abwandlungen des C41-Prozesses, führen aber theoretisch zum gleichen Ergebnis. Der C41-Prozess hat sich aber als Industriestandard etabliert, sodass alle Farbnegativfilme in diesem Prozess entwickelt werden. Die Entwicklung deiner Filme im Großlabor erfolgt anders als im Fachlabor vollständig maschinell. Der Film wird an seiner Lasche in eine Maschine eingespannt, die den Film abspult, entwickelt, fixiert und trocknet. Da es sich um einen standardisierten Prozess handelt und der Faktor Mensch durch die maschinelle Entwicklung vollständig ausgeschaltet ist, erhältst du natürlich standardisierte Ergebnisse. Ob der Film gut oder schlecht wird, hängt also nicht von der Entwicklung ab. Gleiches gilt auch für die Entwicklung von Diafilm. Diafilm wird in einem standardisierten Verfahren, dem E6-Prozess, entwickelt. Einzige historisch relevante Ausnahme war der Kodachrom, der seinen eigenen Entwicklungsprozess hatte. Da der Kodachrom aber schon so lange nicht mehr hergestellt wird, wird auch die Entwicklung solcher Filme nicht mehr angeboten. Aber wie sieht es mit anderen Filmformaten aus? Großlabore entwickeln heute neben dem 35mm Kleinbildfilm auch noch 120er Rollfilme und sogar noch Pocketfilm. Bei Rollfilmen und beim Pocketfilm spielt der Faktor Mensch allerdings wieder eine Rolle. Denn hier passiert die Entwicklung nicht hundertprozentig maschinell. Grund dafür ist einfach der Formfaktor und dass bei den Filmen nicht einfach so eine Lasche rausguckt. Pocketfilm beispielsweise muss von Hand geöffnet werden. Aber dennoch kann man bei Farbfilmen mehr oder weniger konstante Resultate erwarten. Anders sieht es bei Schwarz-Weiß-Film aus. Denn Schwarz-Weiß-Film hat keinen standardisierten Entwicklungsprozess. Jede mögliche Kombination aus unterschiedlichen Filmen und Entwicklern ergibt eine unterschiedliche Entwicklungszeit. Der am häufigsten in Großlaboren genutzte Schwarz-Weiß-Entwickler ist der D76 von Kodak. Dieser Entwickler verursacht einen sehr hohen Kontrast mit den meisten Filmen. Dazu kommt, dass der D76 in den Verdünnungen, die für die gewerbliche Nutzung interessant sind, bei den meisten Filmen stark kornauslösend ist. Das heißt, mit jedem Film, den du abgibst, erhältst du unterschiedliche Ergebnisse. Einmal entwickelt, fixiert und getrocknet, werden deine Bilder geschnitten. Was im Fachlabor grundsätzlich von Hand gemacht wird, passiert im Großlabor häufig maschinell. So kann es bei Panoramaaufnahmen passieren, dass deine Filme nicht korrekt, sondern da geschnitten werden, wo der fünfte oder sechste Standardframe von 24x36mm zu Ende wäre. Um dies bei der Entwicklung im Großlabor zu vermeiden, empfehle ich auf der Tasche unter Sonstiges zu vermerken, dass der Film bitte nicht geschnitten werden soll. Zu guter Letzt wird dein Film im Großlabor gescannt.
Wenn du Glück hast, schaut noch ein Mitarbeiter des Labors über die Bilder, optimiert ein wenig die Farben, reduziert die Über- oder Unterbelichtung und druckt dann deine Abzüge. Die Qualität der Abzüge ist natürlich primär von der korrekten Belichtung des Films abhängig. Wenn deine Abzüge irgendwie grisselig, körnig aussehen, dann liegt das häufig daran, dass die Belichtung von dem Mitarbeiter des Labors manuell korrigiert wurde. Fehlbelichtungen führen natürlich zu suboptimalen Abzügen. Die Druckqualität ist tatsächlich nicht die beste. Solltest du nicht den Druck von Premium-Fotos in Auftrag gegeben haben. Aber auch die billigsten Abzüge von 9x13 sind für den ersten Eindruck deiner Bilder, sind die scharf, sind die unscharf, gar nicht so schlecht. Sollten dir bestimmte Bilder besonders gut gefallen, dann gib den Film doch einfach nochmal ins Großlabor, um Abzüge in einer anderen Größe machen zu lassen. Abzüge in einer anderen Größe als 9x13 zu bestellen, geht schnell ins Geld. So, ich denke, das war erstmal das Wichtigste, was du wissen musst. Sollte ich irgendwas vergessen haben, schreib es mir doch bitte in die Kommentare. Und ansonsten danke ich fürs Zusehen und fürs Liken, Teilen und Kommentieren.